Da hinten sind Feuergalborosse. Kommt jetzt etwa. Und Meganova? Okay. Was ist denn jetzt los? Ah, ich verstehe. Das ist so ähnlich wie in Kirby's Adventure Wii. Da konnte man ja auch mit einem Ultraschwert im letzten normalen Level alle Mini-Bosse platt machen. Das gefällt mir jetzt. Okay, und jetzt muss ich anscheinend noch solche Feen retten. Erstaunlich, dass Meganova Kirby sogar die aufsaugen kann. Okay, und jetzt kommt auch noch Blocky und Spinnig, oder sind das alles DX-Gegner? Nö, ich glaube wirklich, das sind DX-Gegner. Okay, jetzt Dr. Eisbart. Ja, die sind alle DX-Form. Okay, einen Moment mal. Was war denn das da unten? Ein Sonnenstein! Okay, das war der dritte. Und hier ist noch ein 1-Up. Das heißt, ich habe noch keinen verpasst. Ah, da bin ich froh. Die werden einfach eingequetscht. Und die sehen ja jetzt alle gleich aus, die Feen. Bunkers, da kann man irgendwie nicht richtig die Mehrzahl bilden. Okay, Schwertkolosse. Schöne Farbe, golden. Mega Wheelies. Tatsache, alles DX-Formen. Aber ich möchte noch mal in den Hintergrund. Denn da ist wahrscheinlich der letzte Sonnenstein, der Max. Ja! Den seltenen Glücksbringer habe ich auch. Na bitte. Dafür ist dieser Part mega lang. 29 Minuten. Ich hoffe, da kommt gleich das Ziel. Alle nochmal quer durch die Reihe. Okay, ein normaler Warpstern. Blumenblütenbaum? Auch die Energieleiste. Was ist denn jetzt hier los? Und das Ziel. Mensch, was ist denn das für ein langer Level? Okay, aber die Feen haben mir jetzt das Ziel gebracht und naja. Volle Pulle.
Mann, dieser Level war extrem lang. Okay, Superkraft-Lolli. Ach ja, den gibt's ja, glaube ich, auch in dem Spiel. Mausigator? Goldene Eierstatue. Genau, das ist ja das Logo von HAL. Das ist ja die Entwicklungsfirma von Kirby. Und How Noon Kirby aus Kirby Superstar Ultra. Ach ja, aus diesem Minispiel. K.O. Kirby, davon habe ich schon drei. Der Finalboss. Ich habe schon den Umriss vom Alien erkannt. Und noch ein Bonuslevel? Ein Pluslevel, meine ich? Wow, also. Dieser Level mit den Feen. Mann, war der lang. 32 Minuten, das ist ja mega lang. Und jetzt auch noch der Pluslevel. Okay, ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt aufteilen werde. Okay, ich sag einfach mal Tschüss. Tschüss! Und weiter geht's. Ich habe das jetzt mit den Parts recht geschickt aufgeteilt. Okay, Level 7. Oh, sind hier jetzt nochmal alle Welten durcheinander gemischt worden? Tatsache. Ich bin wieder in Welt 1. Und was haben wir denn hier? Wow, ein Wheelie kommt entgegen. Okay, ein Haufen von solchen, naja, Sternen. Okay, und diese Aquarien aus den endlosen Explosionen und wieder die Holzfäller wurden dies. Eieieiei. Aber naja, finde es gut, dass alles nochmal eingebaut wurde. Übrigens, ich bin absichtlich runtergefallen, ich wollte nachschauen, ob da was ist. Und wieder diese Schleudern. Gut, endlich. Finde ich gut, dass man hier nochmal einen Rückblick verschaffen hat. Wow, was für eine wilde Raserei. Okay, ist hier unten was? Und die Wasserfälle aus den, wie hieß die Welt nochmal? Hüter des Hochlands, genau. Ist da was? Naja, unter solchen Blöcken ist manchmal etwas. Aber anscheinend nicht bei allen. Aber hier ist ja noch was. Ich wechsle mal. Das ist alles. Ein Glücksbringer und ein 1-Up. Na bitte. Aber kein Sonnenstein. Hier gibt es auch drei. Ungewöhnlich viel für den Pluslevel. Hier unten ist nichts mehr. Diese Schleuderhände wieder. Ja. Wow. Also das, was ich gerade gemacht habe. Hab ein bisschen zu spät das gesagt. Ja, genau das. Das will ich eigentlich immer gar nicht machen. Ich mach's immer aus Versehen. Okay, Moment. Oh, ich sehe gerade, ich kann den Feuerstrahl richten. Na bitte, das ist praktisch. Okay, immer schön vorsichtig. Aber mit den Eisblöcken finde ich eigentlich recht lustig, die Idee. Und dieser Clown-Gegner erinnert mich ein bisschen an Whippy aus der TV-Serie. Na großartig, die Feuerfähigkeit ist weg. Okay, eine Tür.
Okay, ich gehe noch mal rein. Oh, ich habe ihn schon. Obwohl. Yep, das habe ich schon mal gesehen, wenn ich den ein Level für den seltenen Glücksbringer nochmal spielen musste. Wenn man sie schon mal eingesammelt hat, werden die Sonnensteine so weiß-silber. Aber das war jetzt fies. Aber wenigstens habe ich die Feuerfähigkeit wieder. Ah, ein Glücksbringer und Abgrund. Okay, bin ich jetzt wieder in der Vulkanwelt? Ah, ihr habt diese Dinger, die hat man ja schon, naja, in dem Level vorhin. Okay, aber Moment, das ist doch, glaube ich, gar nicht die Vulkanwelt. Na bitte. Yep, ich glaube, das ist gar nicht die Vulkanwelt hier, oder? Erinnert ein bisschen dem letzten Level. Einen Moment mal. Oh nein! Moment mal, den Schlüssel brauche ich doch. Wie soll ich denn jetzt, Oh, er ist nochmal. Da. Aber diese Viecher, die konnte ich schon in Kirby's Adventure Wii nicht richtig leiden. Okay. Hab jetzt beängstigend wenig Energie. Mann, das ist gar nicht leicht. Okay. Ah. Moment mal, wo muss ich denn hier überhaupt hin? Da oben. Na bitte. Okay, jetzt bin ich wieder in der Eiswelt. Und Moment, diese Feuerdinge gehören doch in die Lavawelt. Und hier habe ich Gegenwind und okay, ja, diese Flammenwerfer. Erinnert ihr euch in den endlosen Explosionen mit dem, naja, mit dem Meganova-Abschnitt? Naja, okay, Moment mal, da muss ich rein. Dachte ich mir. Okay, ja, das, wenn man zwei Gegner einsackt, passiert das. Popstar? Ja. Die Brüllfähigkeit. Vor allem in der Serie war es wirklich zum Brüllen. Das war wirklich so komisch in der Serie. Naja, ihr wisst doch, in der Kirby-TV-Serie. Ich weiß gar nicht, wird die noch ausgestrahlt im Kirby-TV-Kanal auf der Wii? Weiß eigentlich gar nicht mehr so genau. Naja, jedenfalls da Popstar Kirby. Irrsinnig lustig, da hat er die Schloss zweimal komplett kaputt gemacht durch sein grässliches Singen. Die Serie schaue ich mir immer wieder gern an und. Ah je, jetzt bin ich wieder im Ägypter-Tempel. Oh, die Bombe ist nochmal da.
Na toll. Aber da hinten ist ein neuer Sprengsatz. Okay, ich vermute, das brauche ich für den nächsten Sonnenschein. Wieso hat mich das jetzt getroffen? Ich meine, ich hatte doch genug Abstand. Okay, nur ein Glücksbringer? Schade. Ich wollte eigentlich den Sonnenstein haben. Okay. Oh, hier brauche ich wieder so ein Bündel Dynamit. Und Käfer Kirby. Zoom, zoom, zoom. Den mag ich so sehr. Okay, ich vermute, hier muss ich mir jetzt ein neues Pendel oder wie nennt man das? Hm? Oh, aber oh, ich glaube, da brauche ich eine so eine Trage von oben. Ah, ein Pfirsich, gut, dann habe ich wieder Energie und noch eine Wassermelone. Lecker. Ich liebe Pfirsiche, einer meiner. Wow, das war knapp. Eines meiner Lieblings. Na toll, jetzt habe ich meine Käferfähigkeit verloren. Und ein Käfer Gordo. Okay, das könnte jetzt riskant werden. Komm, schneller. Na bitte. Und hier ist wahrscheinlich der zweite Sonnenstein. Okay. Ah, ich verstehe es. Genau, ich durfte diese Blöcke nicht emulieren, sonst wäre der Sonnenstein in die Tiefe gestürzt. Okay, der zweite. Das ist gut. Ich hoffe jetzt nur, ich habe den Glücksbringer nicht schon wieder verpasst. Also den seltenen. Ah, und die Käferfähigkeit. Ich habe sie wieder. Also ich finde den Käfer Kirby wirklich eine so geniale Erfindung. Ich hätte mir gewünscht, dass er auch in der Serie auftaucht. Der ist nicht so wie Zirkus Kirby, nicht nur in der Serie gut, sondern... Naja, Zirkus Kirby taucht in der Serie zwar nicht auf, aber da wäre er gut gewesen. Ich hab's ja schon öfter gesagt und... Na toll, das wieder. Ein Scarfy? Oh, der kommt in den Vordergrund. Okay, war da oben was? Nö. Ah, verstehe. Hier oben ist man für kurze Zeit in Sicherheit. Okay, und die Scarfies, Mensch. Oh nein! Na toll, die Käferfähigkeit ist weg. Die mag ich doch so. Wieso werden die nicht aktiv? Oh! Okay, sie werden doch aktiviert. Okay, jetzt kommt wieder ein Lava-Abschnitt. Hm, mit diesem Lava-Film. Und das wieder mit diesen Wänden. Das ist wahrscheinlich von Donkey Kong Country abge... Oh. Da brauche ich Feuer. Oder wahrscheinlich... Ich glaube, mit Zirkus kann man irgendwie so einen Feuerring bilden. Und mit dem... Könnte ich vielleicht... Okay,
Genau. Dachte ich mir doch. Ich habe in Trailern schon oft gesehen, dass man mit Zirkus Kirby irgendwie so einen Feuerrüben bilden kann. Und dachte ich mir, obwohl, nö, mit Feuer wäre es halt noch besser gewesen. Ich gehe nochmal zurück, in Hoffnung, dass der Gegner wieder da ist. Ja. Okay, ein Schlüssel. Der seltene Glücksbringer. Da ist er. Wow, da ist er. Ich weiß nicht, woher ich den Spruch habe, aber das ist irgendwie... Naja, der ist irgendwie... Komm, komm, komm. Die Fähigkeit. Naja, der Spruch ist immer wieder witzig. Oh Mann, ich hoffe jetzt nur, dass Gili... Ja, er ist wieder da. Und da ist er wieder weg. Aber, naja, die meisten Gegner kommen ja zurück, weil man kurz aus dem Bild wegschwindet. Gut. Das mag ich an Kirby. Okay. Jetzt nur noch einen Sonnenstein. Habe ich den seltenen Glücksbringer jetzt? Naja, weiß nicht. Ist ja vielleicht anders wie bei den Sonnensteinen. Obwohl, glaub schon. Übrigens, das habe ich auch schon mal herausgefunden, wenn ich zum Beispiel einen Sonnenstein verpasst habe, dann ist, wenn man den Level nochmal spielt... Ah, der seltene Glücksbringer ist nicht mehr da. Wenn man den Level nochmal spielt, wäre da jetzt ein normaler Glücksbringer. Das ist eigentlich auch recht lustig. Okay, hier brauche ich wieder Feuer und ich habe gerade den Feuergegner erledigt. Bravo! Aber ich sehe ihn da ja schon wieder. Die Glutmine! Hey! Okay, der Gegner will sich nicht mehr blicken lassen, aber ich brauche ihn jetzt. Aber was ist hier? Ah, so ein Fläschchen. Das füllt Energie auf. Okay, und jetzt hoffe ich, dass der Feuergegner, die Glutmine, wieder da ist. Ein Eins ab. Kann man auch brauchen. Klingt jetzt so abwertend, aber nö, eins abs. Na gut, ist nicht mehr so wichtig wie in den alten Spielen, wie in Super Mario Bros. Oder Kirby's Dream Land.